Servus und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Fortnite. Schön, dass ihr dabei seid. Weiter geht's. Wir bauen jetzt als nächstes die Giebelgedönse. Und wir brauchen ein bisschen Licht, natürlich. Das würde vieles vereinfachen. Wir brauchen aber dafür erstmal ein paar Fackeln. Ja, das da oben ist nicht so fresh. So. Wo haben wir denn hier Fackeln drin? Oh, hier. Blei erstmal. Die haben wir noch. Kann man eigentlich noch welche holen gehen, ne? Sind die, dass es ins Haus geht? Das, die können wir auch gleich mitnehmen. Haben wir gleich auch keine. Da müssen wir welche craften. Machen ja nichts. So. Wenn man überlegt, noch erst was ist das, jetzt ist es das. Ist schön. Nicht so schlecht. So, dann müssen wir das auch mal gucken. Das ist der Türen wollten wir haben. Die holen wir uns auch noch bei welche. Ob die Türchen. Schade, dass sich die nicht mehr bewegen. Bei dem Optifines haben sich die Teile bewegt. Erstmal irgendwo noch ein paar Türchen haben oder war die schon einsortiert zufällig? Ja, haben wir die einsortiert. Ah, haben wir bloß noch zwei. Da müssen wir uns noch ein paar. Ja, Mann. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hier irgendwo noch ein bisschen Schwarzeisch rumgesprungen. Anscheinend nicht. Das Bild. Das ist jetzt blöd. Dann müssen wir uns noch ein bisschen Schwarzeisch holen. Sorry, Arbeitsvorbereitung und so, ne? Ich weiß. Ich glaube, das werde ich auch nochmal neu machen. Hier müssen wir tun. Weil so wie ich es gebaut habe, ist es jetzt nicht unbedingt die Werft meiner Träume. Von daher, ja. Wieso habe ich das eigentlich so scheiße abgebaut? Kann man das ja noch sagen. Natürlich darauf achten, dass wir die Setzlinge einsammeln, sonst ist blöd. Brauchen wir mindestens 8 Setzlinge, sonst hat sich nicht gelohnt, ne? Wenn du einen Baum kaputt machst, brauchst du mindestens 4 Setzlinge, sonst ist es sinnlos. Am besten sind wir 8 aus einem Baum. Ja, was willst du machen? So. Kriegst du 3 Türen raus. Brauchen wir ein bisschen mehr. Scheiß drauf. So. Die nehmen wir uns raus. Wir brauchen aber auch mal die Fackelchen. So.
Hat man schon eine drinne? Hat man noch keine drinne? Hat man auch noch keine drinne? Oder hat man hier auch noch keine Tür drinne? So, jetzt brauchen wir unsere Trapdoors. So rum haben wir die gebaut, okay. Und dann so umlaufend, alles klar. So hat man es irgendwie gemacht. So. Genau, so hat man es gemacht. So, dann hatten wir, wie hatten wir es da jetzt immer? Ja, keine Ahnung. So hat man es nie gemacht. Schlimm, wenn wir mehr brauchen als das, was wir haben. Könnte ich mir vorstellen. So, dann der und der und der, der und der. Dann hier einer hin, der machen wir so. Dann da einer hin, den machen wir so. Den machen wir so. Also splitten wir das selber mal. So. Falsche Richtung natürlich. Ich muss immer in die Richtung. Also wenn du die Tür setzt, du willst die Türgriff auf der Seite haben, musst du in die Seite drücken. So. Zacki, Maggi, dann machen wir das so. Da müssen wir kurz runter, weil da haben wir noch die restlichen Trapdoors. Ja. Den Werkzeugkisten wird dran gebastelt. So, da brauchen wir aber hier noch. Mehr als der Fackelchen. Wohl eigentlich. Sie erstmal weglassen. Auch wenn dort Viehzeug spawnen möge. So. Hier machst du dann Blumenkästen hin. Wie zur Hölle ist der dort hochgekommen? Kann mir das einer verraten? Ich verstehe das nicht ganz. So, dann machen wir mal. Trapdoors, wie viel brauchen wir? 3 von unten, 3 von vorne sind 6, 7, 8. 8 brauchen wir. 8.
So. Brauchen wir uns hinten noch die Treppbohr-Balkräne links. Was sind denn wieder für Hebelspuren? So. Hier gewesen, ich trottel. Alles klar. Fällt mir trotzdem noch einer. Brauchen wir noch einen? Mal den Bums. Das hat man schon aktualisiert, da war ja schon das Haus, was jetzt hier noch nicht ist, aber hier ist es schon da. Drüben tun schon wieder die Villager rumknödeln. So, warte mal, wir brauchen erstmal. Ey, der Kunde dort oben noch, der geht mir so auf den Kranz. Ich muss halt auch in den erstmal den Nacken schon geben. So, warte, hier, zack. Jetzt gehen wir noch schnell den Balkon fertig bauen. Damit ist der Balkon fertig, außer hier. Das müssen wir natürlich nochmal ändern hier. Zack. Müssen alle in die Richtung zeigen, weil sonst hast du ein Problem mit dem Rauskommen. Ja, das stört was. So ergibt es halt ein kleines Bild. So. Sollte es ja gewesen sein. Jetzt gehen wir mal schnell hoch und machen oben noch fertig. Ich hoffe, der ist jetzt runtergesprungen, dass ich nicht aus dem Tor rennen muss. Haben wir noch was hier? Sehr schön. So. Haben wir noch. So. Dann müssen wir hier das rausnehmen, hat man gesagt. Ne? Was ist denn hier? Das muss ja wieder rein hier. Hier hat man das gebaut. Brauchen wir auf jeden Fall die hier. Okay. Jetzt will ich wieder hier hochkommen. Genau, so hat man sie gebaut. Die hat man noch rausgenommen. So,
Dann hat man die so gesetzt und so gesetzt. Hier kommen zwei von denen drauf. Dann hatten wir hier. Hat man das so gemacht. Genau, und dann sind wir hier dran gegangen. Genau, so hat man es gemacht. Das ist inzwischen eine kleine Kohle, ne? Ist ja klar, aber. Ja. Schön. Muss ja nicht sein, du willst ja bloß schlafen hier. Das heißt, reicht völlig aus. So. Die reißen wir wieder weg. Schnell mal vorhin. Zack. Das jetzt richtig gemacht. Das hat man richtig gemacht. Sehr schön. So. Dann so. Und dann so, so. Und dann so. Und so. Und dann so. Hier ist jetzt die Frage: Machen wir hier einen oder machen wir keinen? Rein theoretisch ist es sinnlos, da erst noch was hinzumachen. Da muss man erst hinten rumrennen. Ist noch nicht sogar noch drin. Ne, hier ne, müssen wir jetzt hoch. Möchten wir auch noch was hinmachen. Auch ja nicht unbedingt ein Fenster, oder? Oder? So ein kleines Ding hinmachen. So hier. Machen wir von mir aus. Das wollen wir noch bauen. So ein hier hin. So. So habe ich schon das Schwarzeichen gesetzt. Aus welchem Grund auch immer. So, und so sieht es dann doch was aus. Ist natürlich noch niedlicher, ne? So. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Müssen wir mal gucken. So. Ja, Tür zu, ich heiz nicht umsonst. Oh. Nochmal hochrennen hier. Ja. So, dann müssten wir hier noch. Hier müssen wir noch ein Kilo hinbasteln. So, zacki.
Und dann hier. Raushammern und den reinhammern. Ist jetzt die Frage, machen wir hier den Ener hin? So, das hätten wir. Geht's nicht anders? Hier können wir es so machen. Natürlich alles Bild beengt hier, aber ne, für ein Emerald am Tag ist das jetzt eine Schule saß. Oh mein Gott. So. Schon sorgen kannst du sie lassen. Gucken wir uns mal an, die Scheiße. Ist nicht da, um das hier herzusetzen, dann würde ich sagen, machen wir hier, gehen wir mal hier Dings holen, sagen hier, das auch schon. Ist schon was meine. Ein bisschen Birkenzäunlis könnten wir da holen. So, gucken wir uns die Scheiße mal an. So schon soweit, dass wir aufhören können. Die Sonne kommt raus, wir müssen Kupfer formen. Vorne der ganze Kupfer fängt schon an hier zu oxidieren, ne? Dann hast du bald ein grünes Dach. So. Hinauf. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Das ist unser Tavernchen. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus, muss ich alles sagen. Kannst du so machen. Schön mit Stall dort unten. Dann nochmal ein Flügel erweitert. Kannst du schon mal machen. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und ich würde sagen, ciao. Mit V. Tschüss.